Einen liegen gebliebenen Leichenwagen entdecken in Köln-Nippes Peter Rothmeier und Michael Weber. Mahlzeit! Was ist passiert? Wollen wir Feuerwehr? Nee, denke ich nicht, aber... Denken heißt nicht wissen. Ist jemand verletzt? Nee, ich bin nur total geschockt. Sind Sie irgendwo gegengefahren? Weil Beschädigung sehe ich nämlich jetzt keine. Ich habe, glaube ich, nur eine Vollbremsung gemacht. Ich habe mich zu Tode erschrocken gerade. Und warum haben Sie jetzt hier eine Vollbremsung hingelegt? Wir sind ganz normal gefahren und plötzlich klopft es von hinten, wie wenn es im Sarg geklopft hätte. Ich habe mich zu Tode erschrocken und tut mir leid, dann habe ich die Kontrolle verloren über das Auto. Hast du das Radio angehabt? Nein, wir haben kein Radio, der ist kaputt und das ist aus Pietätsgründen, damit er kein Radio drin nimmt. Aber ist das denn jetzt so, dass die Bremsen hier qualmen oder was qualmt hier so? Jetzt stinkt immer noch nach Kupplung und Bremse, ja. Ist das so? Ja, wahrscheinlich von der Vollbremsung, ich weiß es doch nicht. Wenn es plötzlich klopft und da ist ein leerer Sarg, eigentlich ich mir... Haben Sie dann auch was aus dem Sarg gehört? Nein, aber ich merke, dass meine Tante im Moment ziemlich öfter solche Anwandlungen hat, irgendwie was zu hören. Sie sind alle verwandt, also Sie sind... Das ist meine Tante. Die Nichte, okay, und wer sind Sie? Ich bin der Freund von der Lena. Der Freund von der Lena, also nicht verwandt? Nee. Und Sie sind alle jetzt in einem Auto hier gefahren? Ja. Der hat doch nur zwei Sitze, ne? Das ist das, was der Kollege ansprechen wollte, ne? Wo haben Sie? Haben Sie hinten drin gelegen? Vielleicht haben Sie geklopft. Nee. Ich saß vorne mit ihr. Also es hat auch keiner geklopft. Also Sie saßen um Schuss von ihm, ja, oder? Ja, wir saßen. Ja gut, das hat natürlich. Das dürfen Sie natürlich als Fahrer jetzt erstmal so nicht zulassen. Das ist ja ganz klar, ne? Auch wenn Sie weiterfahren können, so einer auf keinen nicht. Fall. Ich würde sagen, Sie geben den Kollegen mal alle Ihre Ausweise. Ich mach mal kurz eine Abfrage. Alles klar, mach es. Währenddessen auf der Wache Köln-Mühlheim. So, Herr Krömer, guten Tag. Bleiben Sie sitzen. Mein Name ist Richter. Ein Kollege hat Sie angemeldet. Worum geht es? Ja, Krömer, ich habe ein Juweliergeschäft hier in der Nähe. Und gestern. Hat sie beraubt? Nee. Nee, dann hätte ich Ihre Kollegen schon vor Ort gerufen. Ja, zum Glück. Oft, so wäre es richtig. Nein, es ist so, ich möchte niemandem was Böses unterstellen, aber ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Und zwar gestern kam eine Dame zu mir in den Laden und hat. Dieses Zahngold bei mir verkauft. Ist an für sich natürlich im Grunde nichts Gesetzeswidriges. Genau. Aber im Laufe des Gesprächs kam mir irgendwie die Dame kam mir bekannt vor und erst am Ende dämmert es mir, dass die Frau schon öfters bei mir war. Also bestimmt jetzt immer so im Laufe der letzten 5 Jahre war sie mindestens einmal im Jahr bei mir. Das scheint mir ein bisschen viel für Zahngold zu sein. Also ich meine, selbst wenn der Ehemann mal ablebt, dann kommt ein bisschen was zusammen, vielleicht von der Verwandtschaft, aber... Ja, außerdem ist komplett vergoldet in seinem Esszimmer, aber... Oder hat die so schlechte Zähne, das macht auch keinen Sinn, ne? Ja, also deswegen habe ich mir auch gestern eine Quittung geben, beziehungsweise unterschreiben lassen. Ja, haben Sie dabei? Ja. Evi Stichler. Dann heißt die Dame. Am Kopf Gold. Mhm. In der Kiffhäuser soll die sitzen, ja? Mhm. Also ein bisschen merkwürdig ist das schon. Jetzt kann es ja sein, dass die privat aufkauft. Über ihren Bekanntenkreis und das bei ihnen verkauft. Muss die Angaben machen? Nö. Denn theoretisch kann ich mit einer Kette oder mit einer Uhr zu ihnen kommen. Genau, also ich natürlich bei hochwertigem Gold, also da wird natürlich der Personalausweis, wenn die Personalien aufgenommen bei mir. Bei Zahngold, das ist relativ normal, dass da immer in kleinen Mengen mal jemand vorbeikommt. Ja. Das sind auch keine Riesenbeträge, wie ich das auch gerade sehe. Ne? Also das wären jetzt 140 Euro. Genau, also es kommt immer auf die Größe des jeweiligen Zahnes an oder beziehungsweise des Goldes. Also es kann schon pro Stück dann 30 Euro, vielleicht auch 40, 45 Euro dann herauskommen. Herr Krömer, wir machen mal Folgendes. Weil Sie sagen, dass die häufiger kommt und weil das alles nicht so ganz koscher scheint, unterstelle ich Ihnen mal den Verdacht einer Hehlerei. Ich würde es mal mit dem Kollegen kurz sprechen. Behalten Sie einmal Platz und dann komme ich wieder zu Ihnen und dann soll er mal der Frau Stichler auf den Zahn füllen oder wir laden die mal zu uns ein, mal gucken, was die dazu sagt. Mhm. Ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig, finde ich. Ja, eine Sekunde. Mhm. Paul. Nick, guck mal. Der junge Mann, der bei mir sitzt, der brachte mir jetzt Zahngold mit, der ist Juwelier. Zahngold. Da kommt eine Dame, wohl in regelmäßigen Abständen zu ihm und möchte dieses Zahngold bei ihm verkaufen, veräußern. Ihm war das jetzt ein bisschen
ihm war das nicht so ganz geheuer. Er sagte, bei den Häufigkeiten, bei denen sie auftritt, wäre das nicht ganz normal. Also wenn die jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, Zahnärztin ist und ihren Patienten das da irgendwie aus dem Mund klaut. Kannst du aber gucken, ob die bei uns irgendwo eingetragen ist oder so? Es gibt ja auch Zahnärzte, die sammeln das ein von den Patienten und spenden das dann. Das hat ja dann durchaus einen guten Zweck. Aha. Allerdings, wenn euch das nicht koscher vorkommt, klar. Evi Stichler ist der Name hier. Das ist der Stichler. Das soll wohl die Adresse sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob die richtig ist. Gucken, ob du was findest. Ich check das mal. Du. Ja? Ich sag dir Bescheid. Danke. In Nippes ermittelt Michael Weber soeben, dass der Leichenwagen auf das Bestattungsinstitut Stichler gemeldet ist. Dabei erfährt der Beamte, dass die Frau, die wegen vielfacher Zahngoldverkäufe auffällig wurde, ebenfalls Stichler heißt. Sie haben eine Tochter, oder? Ich habe eine Tochter, Marie, ja. Die arbeitet bei uns auch. Okay, Sie haben Institut. Ich habe das Beerdigungsinstitut, das gehört mir mit meiner Schwester zusammen, die Evi Stichler, ist meine Schwester. Ach, das ist die Schwester. Und das ist die Tochter von ihr, die Lena, meine Nichte. Und die Marie, ich weiß gar nicht, die müsste noch am Arbeiten sein. Okay. Also Sabine und Lena sind verwandt, ne? Das ist meine Nichte, ganz und genau. Der Marlon, ist der Freund von meiner Nichte. Ist mein Freund. Genau. Sie sind zusammen. Genau. Okay. Ihre Schwester wurde auf die Wache einbestellt wegen einem Diebstahlsdelikt. Wissen Sie was davon? Nein. Nicht. Nein, gar nichts. Da würde ich vorschlagen, machen Sie mal den Kofferraum auf. Ja, sehr gerne. Ja. Oh, gerne. Das finde ich gut. Hör mal, das klopft da aber. Das höre ich doch jetzt schon. Hallo? Also bin ich doch nicht bescheuert. Hallo? Gottes Willen. Warte mal. Ist doch jemand drin? Ja, eine Sekunde. Warte. Ganz ruhig. Warte. Jetzt zieh mal zur Seite. Marie, das ist meine Tochter. Marie, was machst du denn da drin? Einfach ein Stückchen weiter dahin. Warten Sie, wir schauen erstmal. Das ist Ihre Tochter, ja? Das ist meine Tochter. Marie, ist alles gut? Kommen Sie so raus. Geht es? Sind Sie verletzt? Wollt ihr erst mal hinsetzen? Setzen Sie erst mal hin, nicht dazu umfallen. Was ist passiert? Kopfverletzung oder? Guck mal hin. Brauchen Sie einen Krankenwagen? Drehen Sie bitte einmal den Kopf. Doch hier. Hier, eine kleine Platzwunde, hinten am Kopf. 1501 für den 1531. Marie, ist alles okay? Schickst du uns mal bitte einen RTW an unseren Standort hier, wo wir gerade das Fahrzeug angehalten haben? Ja, ich weiß nicht, was passiert. Krankenwagen kommt, der schaut nur drüber, ja? Wie geht's Ihnen? Genau, wie kommen Sie in die missliche Lage? Ich weiß nicht, bin heute Morgen zum Institut und wollte mir noch einen Kaffee machen und dann habe ich, glaube ich, irgendwas muss mir auf den Kopf geschlagen worden sein. Auf jeden Fall. Aber Sie haben keinen gesehen? Sie haben Schlag auf den Hinterkopf bekommen? Ja, also, ja, ich würde mal sagen, das ist der Grund, warum ich... Waren Sie alleine da? Ja, also... Wer war noch erwartet oder wer wurde erwartet? Ich weiß echt nicht, wer heute noch arbeiten muss. Dienst. Als ich ankam, war sie nicht da. Also, wir waren vorher noch einen Kaffee holen, dann kamen wir ins Institut und haben... Marie nicht gesehen. Kann denn da auch keiner rein vor ihr? Ich weiß nicht, Schlüsselgewalt haben dann nur Sie und die Mitarbeiter. Nur die Mitarbeiter. Sie haben aufgeschlossen, es war noch keiner da. Gut. Der Ankam war bereits offen, aber Marie war nicht da. Okay, dann kann ja sein, dass Sie nachher angekommen sind, nachdem Sie niedergeschlagen worden ist. Nee, sehr gerne. Also, ich mach mal. Gerne, wenn das zur Aufklärung beiträgt. Also, ja. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Freiheitsberaubung der Tochter und den Zahngoldverkäufen? Was ist da hier? Guck mal rein, ich weiß es nicht. Ich habe Handschuhe an. Eieiei. Ach du Schande. Der hat sogar noch Kassetten hier drin, du. Warte, guck mal lieber hier. Guck mal hier. Ja. Was ist das? Zahngold. Zahngold? Ja, kenn ich von mir. Ich sammle das auch. Aber im Mund, oder nicht? Nee. Meine, die sie mir rausholen, wenn sie Kronen neu machen. Was hat die Wache gerade erzählt bezüglich der Stichler auf der Wache? Diebstahl mit Gold oder was? Ja. Ich frage nochmal nach. Wir wissen jetzt, dass Frau Stichler, die durch den Herrn Krömer bei uns gemeldet wurde, polizeilich bis dato noch nicht in Erscheinung getreten ist. Darüber hinaus ist aber die Info vielleicht ganz interessant, dass sie ein Beerdigungs- oder ein Bestattungsunternehmen betreibt. Das kann natürlich ein Hintergrund sein, warum hier so viel Zahngold auffällt. Aber da wollen wir mal persönlich auf den Zahn fühlen. Paul, hier. Ich habe was rausgekriegt bezüglich Stichler. Ja. Und zwar ganz zufällig, Peter und Michael haben sich gemeldet. Ja. Die sind bei einem verunfallten Leichenwagen, ja, der zum Beerdigungsinstitut Stichler gehört. Ja. Und die haben da Zahngold gefunden.
Ja, das passt, ne? So, guten Tag, Frau Stichler. Guten Tag. Mein Name ist Richter. Schließ mal gerade das Fenster. Oh, ist ja viel angenehmer. So. Frau Stichler, Sie sind hier, weil wir ein paar Ungereimtheiten haben. Und da möchte ich gerne von Ihnen wissen, ob Sie mir was dazu sagen können. Sie betreiben Bestattungsunternehmen, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Frau Stichler, wir haben Zahngold aufgefunden und ich würde gerne wissen, wieso Sie in größeren Mengen jedes Jahr Zahngold veräußern. Wie kommen Sie da ran, beziehungsweise machen Sie das? Zahngold? Genau, also vom Zahnarzt, ne? wenn Sie ein Loch im Zahn haben oder Zahn verlieren, dann kriegen Sie Goldzähne. Kann ich Ihnen gar nicht so sagen. Wie kommen Sie dazu? Wie ich dazu komme? Ja. Weil ein Zeuge hier war, bei dem sie eine Quittung unterschrieben haben. Sie sind zum Juwelier gegangen und haben eine Quittung unterschrieben und haben Zahngold abgegeben. Und wenn ich das richtig sehe, müssten Sie das sein, oder? Dann nimmt jemand Ihre Identität an. Nein, nein, das kann ja gar nicht sein. Was kann nicht sein? Zahngold kann nicht sein, oder dass Sie die Quittung unterschrieben haben? Nein, dass ich Zahngold irgendwo hingebe, warum sollte ich das tun? Ich habe ein Bestattungsunternehmen. Ja, deswegen frage ich Sie ja, ob das irgendwo vielleicht, also es kann ja durchaus sein, dass Sie da irgendwie die Hinterlassenschaften behalten dürfen und die deswegen veräußern oder was spenden oder so, habe ich gehört. Nein, natürlich nicht. Nein. Ich habe da gar nichts mit zu tun. Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen. Frau Stichler. Ja, bitte. Gucken Sie mal, was der Kollege bei Ihnen im Handschuhfach gefunden hat. Was ist das? Ich denke, das müssten Sie eigentlich wissen. Zwar sind Sie keine Zahnärztin, dennoch haben Sie ein Bestattungsunternehmen. Ja, soll es Zahngold sein? Das ist Zahngold. Okay, wie kommt das in mein Handschuhfach, bitte? Ja, da frage ich Sie. Ja. Keine Ahnung. Weiß einer von euch irgendwas? Ja, also das war, glaube ich, vor 2 Wochen. Da wollte ich nach dem Feierabend, bin ich nochmal zurück ins Institut, weil ich meine Tasche vergessen habe. Und dann habe ich Lena im Leichenzimmer gesehen, wie sie bei einer Leiche am Mund irgendwie Zähne gezogen Lena, hat. Lena, ist sie jetzt? Ja. Bitte? Du? Und ich habe sie dann am nächsten Tag habe ich sie darauf angesprochen und dann meinte sie irgendwie was von wegen, Leichen dürfen nicht mit Metall vergraben werden, obwohl ich genau weiß, dass das nicht stimmt. Ich habe dann aber nichts gesagt, weil ich dachte irgendwie, wenn es nur einmal passiert ist, ich wollte keinen Stress machen. Lena, was sagen Sie dazu? Ja, eventuell ein, zwei Mal. Also, ein, zwei Mal was? Ein, zwei Mal die Zähne da rausgeholt. Was ist denn dabei? Das sind ja Zähne und also, die brauchen schon, die ja nicht mehr. Nee, die brauchen die nicht mehr, haben Sie vollkommen recht. Aber für die Angehörigen ist das schon wirklich unterste Schublade, wenn an ihren Angehörigen noch rumgeschnibbelt wird. Also das ist ein Unding. Sag mal, weißt du, was das ist? Das ist Leichenfletterei. Das passt nicht zu unserem anständigen Institut. Ja, die ein, zwei Mal, Mann. Geht's noch? Verdient tue ich eh nicht viel. Ihr bezahlt ja nicht wirklich viel. Was meinen Sie, wie sich die Angehörigen fühlen, wenn an den Verstorbenen da rumgeschnibbelt wird? Ja. Haben Sie Ehering auch geklaut, alles, was dazu gehört? Nee, dir nicht, aber die Zähne bringen halt viel. Also ganz ehrlich, das ist unterste Schublade. Unterste Schublade. Ich muss mal eben was gucken. Ich weiß nicht, ob du das auch aus dem Augenwinkel gesehen hast, eventuell. Was haben Sie denn hier? Blut an Ihrer Bluse. Wo kommt das her? Kommt das von ihr? Oder haben Sie heute Morgen noch eine Zahn-OP gehabt? Was? Mein Gott, sie ist einfach dazugekommen. Ja. Ja, der Ausbildungsplatz sollte an Warnung gehen. Ja, da hast du mich lebendig in den Sarg gesteckt. Die letzten Wochen warst du schon... Die letzten Wochen war sie die ganze Zeit schon so ätzend zu mir. Und ich dachte aber... Es geht irgendwie weg, ich musste länger arbeiten als der Rest. Du hast mir immer gesagt, ich mache meine Arbeit schlecht. Und ich habe trotzdem immer alles gemacht, was du wolltest. Ich habe 3-mal die Sachen geputzt, ich bin länger geblieben. Also Sie haben sie jetzt niedergeschlagen, weil... Haben Sie beobachtet, wie sie Zahngold entnommen hat? Ja, ich habe sie am nächsten Tag auch darauf angesprochen. Okay, und deswegen haben Sie sie niedergeschlagen und hier in den Sarg gesteckt, oder was? Ja, sie ist einfach ätzend. Was haben Sie gemacht? Sie waren dabei, oder... Sie haben geholfen. Ja, ich habe geholfen, weil sie gesagt hat, dass Marie sie immer mobbt auf der Arbeit. Dann dachte ich, so komm, ein kleiner Denkzettel. Das ist natürlich ein Grund, ne? Ja. Also, Körperverletzung, ja, niederschlagen und dann in den Sarg rein. Die hätte genauso gut ersticken können dadurch. Nee. Sie hat mich angerufen, ist dann wahrscheinlich vorbeikommen und dann haben wir sie halt da reingelegt. Hab ich doch gerade gesagt. Ja, rede ich eine andere Sprache als sie, oder wie? Hast reine Freiheitsberaubung. Geht's noch, oder was? Noch. Wenn sie hier keinen Unfall gehabt hätten, wir wären nicht vorbeigekommen. Die wäre erstickt in dem Sarg. Das ist luftundurchlässig, weil die Toten nicht mehr atmen. Steckt die kriminelle junge Frau mit ihrer Mutter unter einer Decke? Um das zu klären, nimmt Paul Richter die Bestatterin auf der Wache Köln-Mühlheim weiter ins Kreuzverhör. Ihre Tochter Lena, arbeitet die bei Ihnen im Institut? Ja, natürlich.
Die hat eine Cousine, die Marie, ne? Genau. Die Ihre Marie, Nichte. Das ist genau von meiner Partnerin, die Tochter. Die ist gerade in der Ausbildung, die Marie. Mhm. Die Marie wurde durch ihre Tochter in den Sarg eingesperrt, über einen längeren Zeitraum, weil sie ihre Tochter, hören Sie bitte zu, weil sie ihre Tochter beobachtet hat, wie sie dieses Zahngold an sich genommen hat. Ihre Tochter hat daraufhin gestanden. Die Tochter hat uns oder den Kollegen gegenüber erklärt, dass sie dieses Zahngold entfernt und in Unwissenheit der jeweiligen betroffenen Angehörigen entfernt und dann wohl veräußert, so wie das rausgekommen ist. Weil sie nicht wollte, dass ihre Nichte das mitbekommt, beziehungsweise sie da verpetzt, ist die Marie dann in den Sarg gesperrt worden. Wie gesagt, ihre Tochter ist in der Hinsicht geständig. Das Problem an der ganzen Sache ist, Frau Sticher, dass Sie hier als Verkäufer, hören Sie bitte zu, was ich Ihnen erzähle, es ist wichtig. Ja. Weil Sie als Verkäuferin dieses Goldes aufgetreten sind. Das heißt, wenn Sie und mittels Ihrer Unterschrift auf der Quittung können wir das ja überprüfen, wenn Sie das Gold veräußern, dann muss ich Ihnen die großartige Frage stellen, haben Sie davon Kenntnis gehabt, wo dieses Gold, dieses Zahngold herkommt? Also ich verstehe das gar nicht, was mit der Lena los ist. Ich verstehe das gar nicht. Also wir haben damit nichts zu tun. Ich weiß es nicht, woher das kommt. Die Frau Stichler wirkt ja doch recht abgebrüht auf mich. Also sie wüsste davon gar nichts. Darüber hinaus kann sie sich überhaupt nicht erklären, wie dieses Gold zu dem Juwelier gekommen sein soll. So, mit sowas hätte sie überhaupt nichts zu tun. Das Ganze passt mir aber nicht so richtig. Das Ganze macht doch keinen Sinn. Also wenn sie da unterschrieben hat und wenn der Herr Krömer als Juwelier sagt, die war da vor Ort, da muss ich das ernst nehmen. Ich werde ein bisschen die Daumenschrauben anziehen, die kriege ich schon noch. Der Beamte macht der Mutter klar, dass ihre Tochter eine härtere Strafe erwartet, wenn die junge Frau die treibende Kraft hinter den Zahngolddiebstählen war. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Also meine Tochter ist jung, die hat damit gar nichts zu tun. Das ist alles meins gewesen. Ich habe das alles initiiert. Ich habe sie damit reingezogen, aber bitte lassen Sie meine Tochter Lena daraus. Das geht gar nicht. Ich habe das alles initiiert. Ich habe das mit dem Zahngold gemacht und ich war auch bei dem Krömer. Ich habe das auch verkauft. Aber lassen Sie meine Tochter da bitte raus. Die ist jung, die ist gerade fertig mit der Ausbildung. Die soll doch das Bestattungsinstitut mal übernehmen. Aber wissen Sie, so viel Geld verdiene ich da auch nicht. Und ich habe mir da nichts bei gedacht. Die brauchten doch das Gold sowieso nicht, habe ich nur gedacht, was soll's. Und somit habe ich das all die Jahre verkauft, weil, wissen Sie, naja, wer soll sich sowas sonst leisten, so ein Lebenswandel? Das, was heißt denn Lebenswandel? Ich wirklich. Nein, aber Sie verdienen doch nichts als Bestatterin. Ich habe das fast vermutet, dass Sie damit hinterstecken, denn Sie haben ja nun mal die Quittung. Und so wie uns das der Juwelier mitgeteilt hat, Ja, genau. Wir waren ja nicht nur bei ihm. Ich habe das ja so aufgezogen, dass ich mir Juweliere, unterschiedliche Juweliere immer ausgesucht habe. Und ich habe natürlich nicht gedacht, dass dieser Mensch mich wiedererkennt. Und ja, aber mir ist schon klar, dass das ein bisschen, was Sie mir jetzt erzählen, dass das ein bisschen heftig ist. Ne? Also das ist nicht Ihr Eigentum. Auch wenn das jemand ist, der die Zähne vielleicht nicht mehr braucht und sein Gebiss nicht mehr nutzt, gibt es vielleicht unter Umständen Erben, denen das gehören könnte. Sie können ja auch nicht einfach, wenn da noch irgendwo eine goldene anstecken. Da guckt doch keiner rein. Die uneinsichtige Bestatterin und ihre Tochter werden wegen Störung der Totenruhe angezeigt. Die junge Frau und ihr Freund werden zudem wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung belangt.